Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und wir schauen uns in diesem Video an verschiedene Arten von Bilanzen. Und da kommen wir auf drei wesentliche. Da ist einmal die Handelsbilanz, dann ist da die Steuerbilanz und da ist da die Konzernbilanz. Wenn man diese drei wesentlichen Bilanzarten verstanden hat, dann hat man schon mal eine Menge verstanden. Die Handelsbilanz, die Bilanz nach Handelsrecht, hat zwei Aufgaben. Einmal die Präsentation nach außen und die Rechenschaft. Der Vorstand muss hier Rechenschaft ablegen gegenüber den Aktionären. Insgesamt ist es eine Präsentation gegenüber den Stakeholdern. Stakeholder sind alle beteiligten Gruppen. Das sind auch die Aktionäre, aber auch die Lieferanten, die Kunden, die Anwohner, die Stakeholder und Rechenschaft gegenüber vor allem den Shareholdern, also den Aktionären. Shareholder sind eine Teilmenge der Stakeholder. Die Steuerbilanz hat die Aufgabe der Gewinnermittlung. Man könnte auch sagen, die Ermittlung der Steuerlast und der Adressat der Steuerbilanz ist das Finanzamt. Und die Konzernbilanz hat lediglich eine Informationsfunktion. Die Konzernbilanz dient nicht der Gewinnermittlung, sondern zeigt lediglich, wie das große Ganze, also der Konzern, der ja aus verschiedenen Töchtern besteht, als Ganzes dasteht, informiert über das große Ganze. Die Gewinnermittlung erfolgt durch die Steuerbilanzen der Bestandteile des Konzerns, also der Töchterunternehmen. Ja, das sind schon mal drei wesentliche Bilanzarten mit ihren Aufgaben. Mein Name ist Marius Ebert. Wenn Sie sich für mich und meine Arbeit interessieren, dann schauen Sie mal unter spaßlerndenk-shop.de. Sehr wirksame Lernhilfen für Sie. Mein Name ist Marius Ebert. Danke. Tschö. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.